Hey, und gleich. So, Ascon, ich weiß, wir sind lästig, aber ich hoffe, wir kommen jetzt wieder durch. Du Commander, du Engineering hier, du Engineering da, dann kannst du Mediziner hier, dann kommen wir vielleicht auch noch ganz gut. So, das lädt. Wir haben Rot, das heißt Gelb und Blau. Feuer, Feuer. Sie kommen dort auf Rot, Rot. Ausweichen können wir. 21, 22, 23 hoch. Ausweichen. Ja, der hat leider. Ei, der hat vollends gesessen. Jetzt wird es etwas schwieriger. So, den müssen wir feuern. Den schießen wir auch ab. Ich hoffe, dass ich die jetzt ganz gut kriege. Die sind noch auf Gelb. 1, 22, 23, 24 weg. Der Feind hat nicht getroffen. Sehr gut. Feuer. Feuer. So, der erste ist weg. Jetzt habe ich hier Blau. So, da gehen wir erstmal so hin. Dann feuern wir. Dann feuern wir. Eieieiei, jetzt aber ganz kräftig hier rein. Also momentan ist echt. So. So. Jetzt muss ich mich aber ganz schön konzentrieren darauf, was die haben. So, der muss auch auf Rot. So, er lädt auf, er lädt auf, er lädt auf. Ausweichen. Ein bisschen zu wenig. 20 Zivilisten getötet, das ist gar nicht mal so wenig. Oh, Glück gehabt. So, jetzt hier alles wieder drauf nach unten. Und wir fliegen erstmal zurück. Und wenn es so weitergeht, schaffe ich das zwar irgendwann durchzukommen. So, erstmal hier und dann gibt mir wenigstens was für die Triebwerke. So. Ja, da wollen wir doch mal hier gucken. So. Denn damit sollte es ja doch immer zu 100% klappen. Ja, macht nichts. So viel Skron, wie hier rumflattert, das ist unglaublich. Aber wahrscheinlich ist das natürlich, dass wir mitten im Skron-Bereich sind. Ja, alles, alles, alles. Obwohl das nicht ganz so wichtig sind. Die, das hier unten, das und das. Wir machen unser Lager hier voll. Wie auch immer, egal wie viele. Je nachdem, egal wie viel ich. Egal wie lange ich das hier brauche. So, den hier, den hier. So. Ja, das macht nichts. Hier können wir ein bisschen bleiben, weil hier haben wir alles. Hier können wir wirklich erstmal aufrüsten, 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 alles hochziehen. Denn fördern kann ich ja so lange, wie ich möchte. Hoffe ich doch mal. Ich hoffe ja nicht, dass die irgendwie immer kleiner werden, die Möglichkeiten zu sammeln. So. So, hier zwischendurch. So, darüber, darüber. So. Ich merke zwar hier, das Ganze ist gar nicht so ganz so angenehm, hier durchzukommen, aber. Ei. Dafür habe ich aber auch mehr, als ich brauche. So, erstmal hier Treibstoff voll. Sauerstoff voll. Wie viel habe ich? 431. Ich habe hier oben, das sind noch 900. Dann Essens mitnehmen. Ja, wir wollen nochmal. Hier natürlich. Hier wieder rein. So, du kannst. Du darfst. Wir wollen ja ein bisschen hier bleiben, auch bis der nächste Skron-Angriff hinter uns ist. Wir sehen ihn ja schon hier oben in der linken Ecke, da sind ja schon auf dem Weg zu uns. Also werden wir gleich hier mal wieder in einem Kampf verwickelt sein. Vorher werden wir natürlich gucken, dass wir alle Reparaturen ausführen können. Dafür ist natürlich super geil, dass wir in dem Rundenmodus immer noch tatsächlich auf Pause zugreifen können. So, wir gehen mal hier durch, zack, zack, zack. Hier ein bisschen von dem mitsammeln und dann muss ich leider hier zwischendurch. So, das, das, das. Dann versuche ich mal eben hier hinten. Na. Oh,
mal hier so durch. Da muss ich mich leider mal mittig durchkrabbeln. So, hier noch so ein bisschen Treibstoff mitnehmen. Ja, macht nichts. Wir nehmen mal noch mit hier, was geht. Irgendwann ist Bohröl gleich alle. Wir gucken mal, was wir noch mitnehmen können hier an allem. Vor allen Dingen brauche ich die hier. So. Sauerstoff 100%ig mitnehmen. Treibstoff 100%ig mitnehmen. Jetzt habe ich 400. So, jetzt kann ich noch 100 von irgendwas mitnehmen. Ich werde erstmal Magnesium mitnehmen. Damit wir gleich ausbauen können. Natürlich. Du da. Du da. Hier ist es natürlich. Ja, ist auf jeden Fall möglich. An diesem Planeten können wir ein paar Tage warten. Da kriegen wir immer noch was. Und ich schätze über, dass wir über die Mining. Über die automatische Sonne definitiv noch was sammeln können für uns. Wenn das mit dem Leben allgemein so einfach wäre. Irgendwas piekt hier. Es piekt. Da ist was im Ärmel. Ah, kleiner Splitter. Ah, wie gemein. So, wie viel darf ich denn mitnehmen? Steht hier noch gar nicht fest. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, wie beschädigt die Sonne allgemein ist. Naja, hier scheint es erstmal ein bisschen weniger von sich aus zu sein, was wir überhaupt mitkriegen können. So, das. Sauerstoff sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Treibstoff, da wollen wir mal eben durch. Will ich mal gucken, dass ich hier hinten noch was mitnehme. Ja, Biomasse vielleicht nicht ganz so. Hier ist noch ein bisschen davon mitzunehmen. Oh, hier noch mal ein bisschen Magnesium ein. Hydrogen können wir etwas später mit einsammeln. Vorüll aufgebraucht. So, ja, das Gelder ist doch schon wieder sehr gut. Ja. Verfolgen unsere Position nach. Damit kann ich leben. So, die und die auffüllen. Damit haben wir das schon mal voll. Für die Proben brauche ich noch nicht so viel, aber zum Aufrüsten muss ich die haben. Dementsprechend, was habe ich denn noch? 40 habe ich noch über. Was nehme ich denn noch mit? 40, ja, dann hier einmal 60 von dem mitnehmen. Dann passt das. Anwendung wird erwartet. So. Wir wollen mal gucken. Ah ja, nee, doch, der ist richtig. Kommandant. Pilotin, bereit. Gleich muss ich meine Leute auch erst einmal wieder in die Krankenstation bringen. Wäre ja froh, wenn ich eine Shuttle-Station finden würde, oder das Modul für die Krankenstation finden würde, was besser klappt. So, Shuttle ist gelandet. Was haben wir denn? Grab eines Ark-Kommandanten. Seltsamer Vulkan oder Mutation? Wir nehmen den Ark-Kommandanten. Captain. Der Messwertschreiber zufolge gehört dieses Grab einem gewissen Kommandanten Ruth von der Ark 11. Ihr Shuttle ist nicht zu sehen, aber wir können das Gebiet absuchen. Was für Optionen bleiben uns denn hier? Grabt ihr ihren Leichnam aus und findet heraus, ob ihre Crew jung genug war, etwas Wertvolles zu hinterlassen. Klingt ziemlich gemein. Sucht in diesem Gebiet nach ihrem Shuttle, wenn sie sie nicht einfach zurückgelassen haben, kann es nicht weit sein. Oder verschwindet von dort und führt eine Luftaufklärung durch. Das Shuttle könnte überall sein. Aber wir versuchen mal in näherer Umgebung was zu suchen. Erfolgreich! Wir entdecken das Shuttle einige hundert Kilometer weiter, doch von der Crew keine Spur. Wir haben einige Vorräte mitgenommen und kehren nun zur 13 zurück. Ja, dann sollen die mal ankommen. So. Ja, Orange und Ankommen. Also das ist in diesem Fall bleibt beides mal gleich. Also hier kann ich wirklich nichts dran ändern. Dann brauchen wir das auch nicht austauschen. Dann hätten wir vielleicht was anderes nehmen können. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Na ja, versuchen wir nochmal. Nochmal die gleichen Leute nach da unten. Schlechte Bedingungen. Ah. Shuttle gestartet. Gleich sind die Arcs auch hier. Ach, die Axt, die Scrum. Mein Güte, man wandert es hier hin und her. Das Team wartet auf Befehle, Captain. So. Handelseinigkeiten, Alien, Gladiatoren-Arena oder Fire. Handelsuneinigkeiten, da wollen wir mal hin. Zwei rivalisierende Händler.
Ein Glubwurm und ein Furok sind hier gestrandet. Beide brauchen Hilfe durch das System, aber sie weigern sich, miteinander zu kooperieren. So, holen Sie den Glubwurm ab, wir werden Hilfe für den Turok schicken. Holt den Turok ab, wir werden Hilfe für den Glubwurm schicken. Sagt ihnen, sie sollen in den sauren Apfel beißen. Nehmt beide mit. Ja. Handelsuneinigkeiten eigentlich. Gucken, ob wir stark genug sind, mit unseren Kommandofähigkeiten hier was auszuführen. Erfolgsschein sagt ja 100%. Erfolg. Diese Mission war wirklich eine Lektion in Sachen Diplomatie, Captain. In eine Skron-Basis unbewaffnet einzudringen ist das Beste, wenn weiterhin Frieden zwischen den Rivalen herrschen sollte. So, alle haben damit kräftig Kommandopunkte erreicht. Shuttle kehrt zum Schiff zurück. So, ja, Proteinsequenzer, wir haben ihn schon, so wie er ist. Auch der andere braucht bei uns genauso viel. Er reduziert sich ja momentan nur. Nein, leider nicht. So ein Mist. So. Das macht nichts. Dann gehen wir mal in den Technikalarm rein, wenn wir den gerade haben. Den schicke ich als Engineering rein. Der hat schon alles. 87, sie hat nicht so viel. Du gehst erstmal da rein. Und die beiden schicke ich jetzt erstmal in die Krankenstation. Nein, wir werden das tatsächlich mal auf mich nehmen und das Ganze so machen, wie es ist. Ich bleib hier und ich will erst ein bisschen... es geht alles nach oben. Das ist doch schon mal saugut. So, Befehle, Befehle, Befehle. Welche ist denn für Befehlsgewalt? Waren die für Befehle? Das ist Ordnung. Der digitale E-Heiler, das ist, glaube ich, Gesundheit. Das ist... für die öffentliche Ordnung. Listen fielen zum Opfer. Oh, den upgraden wir mal. Technikproblem gelöst. Den upgrade ich mal. Auf Stufe 350. Den upgraden. 150, den nochmal upgraden. So, damit ist die Wachstumsrate schon etwas höher. Das ist also Wachstum, okay. Und die anderen zwei, da müssen wir natürlich gucken. Wir haben jetzt natürlich auch nicht so viel, aber ich kann natürlich nur hoffen, alles im grünen Bereich zu kriegen. Alles wird besser, dass die Zivilbevölkerung natürlich auch wieder wechselt. So, Technikalarm. Wir brauchen ein Engineering. Ja, hier, dann du mal dahin. So. Habe ich denn noch gute Piloten hier dabei? 69% Pilot. Wir könnten nämlich dann tatsächlich noch einmal in der Zwischenzeit hier in den Orbit gehen, nochmal ein bisschen über die Ressourcensonde sammeln. Nee, da oben mit dem Piloten nehmen wir. Dann gucken wir mal. Wir versuchen es mal. Vielleicht kommt er runter und sammelt noch. Ist ja zum Glück nur eine Sonde, da sollte er sich eventuell nicht... Ja, zwei Punkte, wir kommen immer besser mit dem, 69. So, wir brauchen Sauerstoff, Treibstoff und auf jeden Fall Magnesium. Hier ist noch 1100, 1200 ist okay, das soll das Maximum sein für die... Haas, brauche ich momentan Haas, weiß ich noch nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Anwendung wird erwartet. Ja, wir müssen hier mit dir auf jeden Fall... Ja, du darfst noch ein bisschen... Du darfst auch Erfahrung sammeln. So einen guten Piloten kriegen, der hier eine Menge kann. Und er geht mal runter. Wir sammeln wieder... Sammeldi-Dammeldi. Lammeldi-Jammeldi. Und nochmal zwei Punkte. So. Ach Quatsch, hier natürlich alles rüber. Treibstoff alles rüber. Sauerstoff alles rüber. Wunderbar. Der Rest, den lasse ich erstmal so. Aber erstmal eine ganze Menge da. Kommen wir gut hin. Ja, war echt einen guten Planeten. Wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben. Ich glaube, wir können noch ein Shuttle. Ach du, das lohnt sich momentan sowieso nicht, weil die noch nicht da sind. Die anderen sind in der Krankenstation. Die lasse ich heilen. Wir lassen. Ja, du wirst wieder Pilot. Du gehst erstmal runter. Ja, aber die. Achso. Aber unsere Chancen werden immer besser. So, wir sind zwar dunkelrot und da hinten ist immer noch die Skron. Wir bleiben einfach eiskalt hier.
Ich bleib eiskalt hier. Ihre Befehle, Captain. Ei, ich hab sie verloren. Nein! Auswahl des Fernsteuerungspilots. Du musst runter. Schlechte Bedingungen. Das starten wir nochmal. Sonde eingesetzt. Es wird schon. Wir machen unsere Vorräte auf jeden Fall definitiv voll. Und es hat geklappt, diesmal Sonde runter. So, sammeln. 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 Ja gut, ist nicht ganz so super runtergekommen wie die anderen, deswegen kann man auch nicht mehr ganz so viel sammeln. So, lad ich denn ein Forschungsschiff? Das mache ich lieber, wenn ich den anderen gleich habe. Hier gehe ich runter, weil ich will die Gesundheit von den Leuten nicht großartig jetzt noch... Will ich jetzt nicht großartig, ja, in Kauf nehmen. So, Ressourcensonde, Flyer, Lammel, Sammel, ja, sehr gut. Und wir sind hier unten. Wir werden hier nämlich langsam weniger. Ich glaube, wir können hier irgendwann auch nichts mehr sammeln. Auf jeden Fall 100 von denen. Treibstoff und dann mit den letzten nochmal hier Sauerstoff. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? So, genau. Technikalarm, ja, da müssen wir natürlich sofort rein, wenn der da ist. Auch hier müssen wir jetzt natürlich irgendwie ein Engineering runterschicken. Der soll das Ganze mal hier machen. Natürlich, je höher die Stufen sind, desto schneller sind die letztendlich durch. Das wissen wir alle. Wir bleiben mal noch ein bisschen hier. Wir sind in einem dunkelroten Bereich. Da kann ich auch nichts machen. Aber die Treibstofflager sind relativ hoch. Die Life Points. Wir gehen mal eben in die Technik rein. Die Technik sagt, wir können doch vielleicht das eine oder andere mal eben hier reparieren. Genau. So, dann einmal für die Mining-Probe, dass die nicht kaputt geht. Das Mining Rig kann einmal repariert werden. Das Torpedosystem sollte repariert werden. Und die Maschine hier unten sollten wir nochmal reparieren. So, Kommandoalarm. So, Kommando. Wen wollen wir denn hier noch den Kommando ein bisschen erhöhen? Ja, sie kann auch auf jeden Fall. Dann geht das Ganze etwas schneller. In der Zwischenzeit geht sie schon mal in die... Und du auch. Gucken, dass ich nämlich meine Crew so heil wie möglich kriege in der ganzen Zeit. Und dann in den Ressourcen einfach mal eben kurz reinschauen. Was sagen die Ressourcen? Das ist relativ viel. Das ist noch... Magnesium ist relativ wenig. Wir sollten nicht... Aber wir sind natürlich auch fast voll. Wir haben nur noch knapp 150. Kommandoproblem gelöst. Sehr schön. Was sagt die City insgesamt als solches? Ah, es ist alles aufsteigend. Das ist sehr, sehr gut. So, Wachstum ist... Obwohl wir Wachstum haben, wird die Zivilbevölkerung kontinuierlich weniger. Es ist unglaublich und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das liegt einfach daran, die Moral ist so tief. Und ich weiß noch nicht, wie ich sie hochkriege, weil wenn das so weiter ist, kriege ich das Spiel nicht mal durch, weil meine Bevölkerung ganz klein ist. So. Wir sind jetzt hier in der Zeit. Dann, ja, jetzt wollen wir doch mal da oben. Das ist auf jeden Fall eine Arche. Die fliegen wir mal an. Triebwerke auf Maximum. Aha. Auch wenn uns hier die Scrum gleich einsammeln, das macht nichts. Wir befinden uns im Jahr 2, Tag 27, auf dem Weg zur Arche. Mit direkter Konfrontation auf die Scrum. Aber das ist halt... Manchmal darf man ihm einfach nicht entgehen. Wir wollen immer noch die totale Vernichtung von uns. Ja, ich würde auch ganz gerne die totale Vernichtung von euch. So. Wen habe ich denn hier? Meine Engineers, die guten habe ich gerade nicht. Du, Kommandant. Du, Medizin. Du, Laser, der ist ja super stark. Du, wir bleiben erstmal so.
bestätigen. Wir gehen das Ganze in den Pausenmodus, denn wenn ich hier einmal raus war, habe ich natürlich die Möglichkeit, ganz kurz hier einmal zu agieren mit meiner Crew. Ich hole dich zurück. Damit ist es dann natürlich auch möglich, dich zurück in die Kampfstation zuzuordnen. Gehst an die Torpedos, damit das wunderbar... Und eigentlich solltest du da vielleicht hin. Die Laser sind etwas stärker. Du gehst... Nein, du dahin. Du an die Torpedos. Das bestätigen wir erstmal so. Jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt kommen die natürlich in die unterschiedlichsten Farben. Rot ist dabei, blau ist dabei. Wir schießen sowieso auf den zuerst. Da gehen wir in Rot und Gelb. Und dann machen wir mal die erste Runde soweit. So, er schießt in Blau. Wir feuern mal mit denen schon mal drauf. Das hat natürlich eine Menge Wumms gebracht. Gelb, wir hauen den nochmal hinter drauf. Und hauen den nochmal hinter drauf. So. Er lädt auf, er geht rot, er ist gelb. Wir müssen auf jeden Fall die Schirme auf rot setzen. Er ist in rot, das heißt, wir agieren mal so rum. Oder ist er auf blau? Das weiß ich nicht. Mal beides auf die. So. Wir weichen mal aus. So, wir feuern mal. So ein Mist. Wir geben die Torpedos ab. Wir feuern. Er schießt jetzt gleich als nächstes. Zack. Er ist auf den. Wir weichen aus. So, wir feuern. Der ist weg. Wir feuern. Medizinische Hilfe angefordert. Eieieiei. So, so ein Mist. Ja gut, dann hier. Direkt mal. Na, ja, das ist natürlich gut. Da kann jetzt nicht viel machen. Da gehen wir direkt. Der einzige Schuss ging daneben. So, er ist in Gelb. Das heißt dann auf Blau. Und in Rot abschießen. Jetzt ist er auf Gelb. Wir geben ihm noch einmal. Mit dem nächsten könnten wir ihm dann tatsächlich den Rest geben. 22 Schilder hoch. Ausweichen. Er setzt auf Rot um. Wir geben ihm jetzt den Rest. Shuttlebucht beschädigt. Unglaublich. Irgendwann muss er doch jetzt gleich den Rest haben. Sehr gut. Ja, wir nehmen mal mit, was geht. Das sind ja die, die wir gebrauchen können. So. Ich guck mir mal ganz kurz an bei der Crew. Wie sieht's denn aus? Ist da was jetzt tiefer? Die sind alle ein bisschen angeschlagen. Ihr zwei geht mal eben in die Krankenstation. Brauche ich denn noch? Achso, ich war doch gerade hier. Brauche ich hier unten gerade was? Nein. So, das bedeutet, wir geben wieder ein bisschen Gas. Ich will mal gucken, dass ich doch jetzt hier hinkomme. Und wir haben noch eine Crew-Sache. Gehen wir eben in den Pausenmodus, damit kann ich das etwas besser kurz machen. Wir müssen eine Commander-Fähigkeit rein, so ich will das jetzt relativ fix durchhaben.